es nochmal, Roy. Vielleicht kannst du mir mit dem Preis doch noch ein bisschen entgegenkommen. Ist doch in deinem Sinn. Eine Hand wäscht die andere, du kennst mich ja. Ja gut, du sagst mir Bescheid. Okay, Wiedersehen. So, hier ist die Adresse. Tag, Mama. Guten Tag. Fahren Sie mit dem Dreier. Haben Sie Fahrgeld? Ja, Sir. Schön, also wenn Sie da sind, sagen Sie, Sie kämen von Mr. Duval. Duval. Ihre Versicherungskarte haben Sie mit, ja? Fein, und wegen der Vermittlungsgebühr kommen Sie noch mal vorbei, okay. Ja? Du, ist Papa da? Ja, warum er? Er steckt das schnell in deinem Fach, damit er es nicht sieht. Was ist das? Eine kleine Geburtstagsüberraschung, die du ihm geben sollst. Aber nicht sagen, dass ich das besorgt habe. Mama, ich glaube, er weiß nicht mal, dass er Geburtstag hat. Ja, umso besser, mein Junge. Du musst nur zusehen, dass er zum Abendbrot zu Hause ist. Es wäre nämlich ein Jammer um die schöne Torte. Weißt du, die ist mir so gut gelungen. Ich werde mich bemühen, Mama. Und noch eins, bitte streite dich heute Abend nicht mit ihm. Er fängt doch immer an zu streiten. Tu es mir zuliebe, ja? Ist gut, Mama. Ich danke dir. Ich suche eine Halbtagsarbeit. Können Sie mir was vermitteln? Sicher. Nehmen Sie doch einen Augenblick Platz. Sofort. Agentur Duval? Wissen Sie... Ah ja. Ja, einen Augenblick. Telefon. Wer ist denn dran? Ist für dich. Na, wer ist denn dran? Wer? Na, die da. Ach so. Hallo, Kätzchen. Ja? mach die Tür zu. Tatsache? Hey, Buddy, leg mal den Hörer auf. Nein, nein, ist schon gut. Billy! Billy! Psst, ruhig doch, Mama. Möchtest du, dass ich hier rausfliege? Oh, aber Söhni, was ist denn dabei, wenn eine Mutter mal ihren Jungen besucht? Nett hast du es hier. Was für ein hübscher Arbeitsplatz und so geräumig und friedlich. Ich muss wieder zu meinen Büchern, Mama. Söhni, das ist für dich, das sollst du ihm geben. Geben? Wem denn? Dein Papa. Fühlt sich an wie eine Angelrute. Ja, er hat doch Geburtstag. Und ich habe das gekauft, damit du nicht irgendwelchen Unsinn kaufst. Er hat heute Geburtstag? Ja, dass du mir also heute pünktlich zum Abendessen kommst. Es gibt doch Torte. Ich muss gehen, dann kann ich schnell noch zu Virginia und ihr was für Papa bringen. Schön, Mama, aber renn nicht zu weit. Hör mal, und wenn du es ihm gibst, dann sag ein paar nette Worte, ja? Weißt du, irgendwas wie, na Papa, dann wünsche ich dir, dass du nicht nur ein paar alte Latschen damit fängst. Du weißt schon, irgendwas Nettes. Er ist einfach himmlisch. Gott, das klingt ja traumhaft. Das ist er auch wirklich. Hat er schon mal versucht, frech zu werden? Was denkst du? Wenn man einen Menschen wirklich mag, ist das nicht frech. Es ist mehr so, weißt du, es ist plötzlich ganz natürlich. Na, du scheinst ja vollkommen weg zu sein. Ach, ich bin ganz verdreht. Er ist auch ganz anders, als Harry war. Du weißt ja, in gewisser Beziehung. Wyatt ist da viel, sagen wir mal, gewalttätiger. Ach, ich sag dir, er ist genau das, was... Schätzchen. Tag, Mama. Bei der Hitze heute gehst du in die Stadt. Das ist doch... ist die Wahl. Was sehen Sie heute wieder süß aus? Es muss doch fast 40 Grad in der Sonne sein. Ach ja. Ach, ich sag dir, eine richtige Hitzewelle. Ja, heute ist Papas Geburtstag, Schätzchen. Und damit du nicht lange rumzulaufen brauchst, habe ich dir was für ihn mitgebracht. Das gibst du ihm heute Abend. Mama, das hätte ich doch besorgen können. Dann ist ja heute Abend bei Ihnen was los? Ich habe eine schöne Torte und vielleicht singen wir ihm noch ein Liedchen. Mama, du beschämst mich richtig. Ich hätte ihm doch auch was kaufen können. Hier bei uns gibt's doch alles. Ach, Unsinn, Liebling. Du brauchst bloß pünktlich zu kommen, hörst du? Wie wär's denn mit ein paar Süßigkeiten? Führen Sie mich bloß in die Versuchung, Kindchen. Ich esse seit heute Morgen Diät. Ich fühle mich schon viel leichter. Ich war früher nämlich mal schlank wie ein Reh. So wie Virginia hier. Ich glaube, das sieht man heute noch. Die Männer sind jedenfalls ganz hübsch hinter mir her gewesen. Aber das mit dem Geschenk wäre wirklich nicht nötig gewesen. Aber Schätzchen, sei bloß nicht so eigensinnig. Ich bin nun mal deine Mutter. Dafür sind wir doch nun mal da. Also sei mir heute Abend ja pünktlich, hörst du? Virginia, hast du's gut. Deine Mutter ist einfach goldig. Meiner ist sowas ganz gleichgültig. Du kannst dich freuen, dass du sie hast. Vierundvierzig, fünfundvierzig Kerzen. Mama. Na, dann möchtest du am liebsten reinweisen. Aber Mama, ob er sich da nicht furchtbar alt fühlt, es sind so viele Kerzen. Alt? 45 ist doch noch jung. Jedenfalls für einen Duval. Die haben französisches Blut. Die bleiben lange jung und schrecklich aufregend. Weißt du, was ich früher sagte? Alma, wenn du mal heiratest, dann aber nur einen wirklichen Mann. Nicht so einen von diesen schwächlichen, triefäugigen Knackern. Naja, da hast du allerdings recht, Mama. Du hast dir wirklich einen richtigen Wolf geangelt. Ja, das kann man wohl sagen. Nein, also 45 werde ich, glaube ich, nie. Ach, natürlich wirst du das. Ich sterbe sicher jung.
Wahrscheinlich im Kindbett oder sowas ähnliches. Oh, Schätzchen. So, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Ach, die könnte ich gleich aufessen. Na, wie ich dich kenne, hast du beim Backen schon die Hälfte gegessen. Oh, das habe ich nicht getan. Ich habe doch meine Diät. Wie kannst du bloß so was Schreckliches sagen? Ich wollte dich nur ein bisschen aufziehen. Ja, aufziehen. Dazu bin ich ja immer gut genug. Wyatt kommt heute Abend, Mama. Ach, da fällt mir ein. Harry hat angerufen. Er ist so ein netter Mensch. Tja, Harry. Er wollte aber nur mich sprechen. Nach dir hat er überhaupt nicht gefragt. Ich wollte dich noch was fragen. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir die Verandatür heute Abend zumachen. Bei dieser Hitze? Weißt du, Mamilein, wir können da draußen doch überhaupt kein Wort reden, ohne dass die ganze Familie zuhört. Wyatt ist darin nämlich ein bisschen komisch. Aber dazu hat er doch gar keinen Anlass. Du sagst doch wohl nie was, was deine Familie nicht auch hören könnte, oder? Oh, oh Mama, jetzt willst du mich wohl aufziehen. Komm. Ich hab zu nasse Hände. Du, Mama. Mama, gefällt dir Wyatt? Na, wenn nicht, hätte ich deinem Vater längst gesagt, er soll ihn wegjagen. Er sieht gut aus, finde ich. Ach, aber Mama, ist es nicht bloß, weil er gut aussieht? Gut aussehende Jungs gibt es viel in New Orleans, weißt du? Aber Wyatt ist ihm anders. Nein, wirklich, er ist solide und will weiterkommen. Die ganzen anderen Jungs, na, die denken doch an nichts weiter als an die nächste Party. Wann ist er denn mit seinem Medizinstudium fertig? In einem Jahr. Und dann muss er noch 2 Jahre praktizieren. Ach, also mindestens 3 Jahre müsstet ihr noch mit dem Heiraten warten. Möglich, davon haben wir nicht gesprochen. Hat er denn noch nie davon angefangen? Ich lese jetzt lieber Zeitung, Mama. Sag mal, davon spricht er überhaupt nicht? Man kann niemanden zwingen, etwas zu sagen, was man selbst gern hören möchte. Ach, das kommt ganz drauf an, wie man die Sache anpackt. Außerdem ist das meine Sache. Mich geht das ebenso viel an. Du bist meine einzige Tochter. Eine Mutter muss ihrer Tochter helfen, damit sie wirklich den Richtigen findet. Du musst noch eine Menge lernen. Ich schaffe es auch ohne Hilfe. Na, du magst wohl jung und hübsch sein. Aber wie man einen Mann behandeln muss, das weiß ich besser. So, warum wendest du das nicht an? Oh, entschuldige bitte, Mama. Ach, schon gut. Das ist mir nur so rausgerutscht. Ist ja gut, Schätzchen, ist erledigt. Du hast ja auch gar nichts gesagt. Ist der Tisch nicht wirklich hübsch gedeckt? Nun, niemand ist da. Ich komme ja wie ein versetztes Mädchen vor. Die kommen schon noch. Mama, was ich vorhin gesagt habe... Wenn du ihm das Geschenk überreichst, schmus ein bisschen mit ihm. Du weißt ja, wie sehr er dich liebt. Also gib ihm einen Kuss und sag, Papa, warum fahren wir nicht mal mit dem Wagen nach New Paris, wenn die Hitzewelle vorbei ist? Nur du und ich... Mama, Mama, dabei käme doch nichts heraus. Eine kleine Ferienreise, wir könnten es so gut gebrauchen. Ach, Mama, was hat das für einen Zweck? Er will doch nun mal nicht wieder nach New Paris. Jedes Mal, wenn du wieder davon anfängst, dann... Na, Mama, du musst doch allmählich selbst merken, dass es sinnlos ist. Schätzchen, tu es für mich. Gib es auf, Mama. Was hat es für einen Sinn? Zurück nach New Paris. Bist du schon wieder bei ihrem Thema? Ach, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Du hast doch hoffentlich dein Geschenk nicht vergessen. Hm. Hätte ja sehr gut sein können, dass es noch in deinem Büro liegt. Ich vergesse nie was. Mama, möchtest du wirklich wieder zurück auf die Farm? Ja, ich möchte sie gern wiedersehen. Ich möchte die Felder sehen und alle unsere alten Nachbarn und vor allem ihnen meine erwachsenen Kinder mal zeigen. Mama, weißt du was? Wenn ich mal viel Geld habe, kaufe ich dir eine super Farm in New Paris. Da ziehst du dann raus und fängst Fische und sorgst für die Hühner, Mama. Und baust ein bisschen Gemüse an. Ja, Mama, ich sehe dich schon richtig da sitzen in deinem Schaukelstuhl und mit dem Spinnrad. Und als Frühsport gräbst du den Garten um. Juhu. Jetzt ist aber Schluss. Hört jetzt auf, alle beide. Womit habe ich bloß solche missratenen Kinder verdient? Ich laufe noch mal einfach weg und komme nie mehr wieder. Na los doch, es hält dich ja niemand. Wenn du weg bist, bringe ich hier alles auf Vordermann. Mama, wenn du gehen willst, worauf wartest du denn noch? Du bist das Niederträchtigste, was ich großgezogen habe. Von wem hast du das bloß geerbt? Von meinem lieben Vati, damit du es weißt. Manchmal wünsche ich mir direkt, du wärst noch in der Armee. Na, Steppke, wie geht's? Papa zu Hause? Der kommt noch. Bist du's, Jack? Ich bin's, Mama. Tag, mein Junge. Tag. Ach, ich hab gehofft, dass wir wenigstens einmal alle zusammen essen können. Aber sehr lange kann ich nicht aufs Essen warten, Mama. Du gehst aus? Nicht ein einziger von euch bleibt mal zu Hause. Aber auch nie. Immer unterwegs. Gott weiß wo. Ich will bloß noch mal in die Bibliothek, Mama. Noch arbeiten? Billy, dabei siehst du so müde aus. Ah, ich muss nur noch was aufholen, was ich nicht ganz geschafft habe. Du und ich, wir sehen uns das Fernsehprogramm an, ja? Ach, Mama. Du weißt doch, dass ich es nicht gern sehe. Nur immer neue Schlager und alte Filme. Ja, mein Junge. Na, du? Na? Beeil dich da oben mal! Ach, halt die Luft an! Ihr habt eine Art, miteinander zu reden, also das... Kommt er heute Abend? Ja. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie mit ihrer Torte und mit den Geschenken alles wieder so hinkriegt wie früher. Er kommt ja. Ihr bricht das Herz, wenn er heute Abend nicht nach Hause kommt. Ich sag doch, dass er kommt. Weißt du das genau? Also, Virginia, wenn ich dir sage... Nicht laut! Wenn ich dir was sage, dann stimmt es auch. Wieso fragst du mich denn überhaupt, wenn du es doch nicht glaubst? Ist ja gut. Er ist verabredet und zieht sich was anderes an. Und das tut er hier.
Ich habe hier drin gelesen, es wäre gut, wenn einem ab und zu mal der Kragen platzt. Gesundes Abreagieren ist das. Und das steht in dem Buch? Ja. Na, weißt du, das muss aber ein komisches Buch sein. Sich gegenseitig anzuschreien? Das soll gesund sein? Das ist alles andere als gesund. Na, ich bin ja eigentlich auch nicht dafür, Mama. Ich bin auch nicht fürs Streiten. Weißt du, ich finde es grässlich, wenn man so persönlich wird. Aber das Leben ist nun mal eine sehr persönliche Angelegenheit. Ja, das ist auch so mit Mädchen. Kannst du verstehen, dass es Jungs gibt, die einfach auf ein Mädchen losgehen und es abknutschen? Aber ich müsste ein Mädchen schon eine Menge Jahre kennen, bevor ich sie angucken würde. Ach, darüber würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. So wie du dich letzte Zeit rausgemacht hast, da laufen die Mädels dir noch nach. Ah, denkst du, Mama? Oh, wart mal ab. Die kommt von allen Ecken und Enden. Das Telefon steht nicht still. Ich sehe das schon. Du wirst noch mal richtig hübsch. Genau wie Papa. Glaubst du wirklich, ich komme nach ihm? Das will ich doch hoffen, Billy. Natürlich kommst du nach ihm. Das ist doch überhaupt keine Frage. Da ist er. Spring schnell rauf und wasch dich. Okay, Mama. Jeannie, Buddy, Papa ist da. Kommt runter zum Essen. Tag, Papa. Oh, Tag, Mama. Die Kinder da? Natürlich, die warten schon alle. Hey, Bill, mein Junge. Hallo, Paps. Jenny, na du Krabbe? Tagchen. Meine Herren, war das eine Hitze im Büro. Och ja, und du Armer musst noch bei der Hitze arbeiten. Aber dafür habe ich auch ein schönes, kaltes Abendessen für dich. Kartoffelsalat und eisgekühlten Tee. Das wird dir bestimmt gut tun. Papa! Nein, Papa! Ah, da ist ja meine Süße. Bisschen. Hey, du hast dich wohl extra schön gemacht für deinen Vati. Oh, Papa, das alte Kleid. Nein, wirklich, Mäuschen, du siehst aus wie eine regelrechte Prinzessin. Alles Gute, Papa. Zum Geburtstag. Geburtstag? Er vergisst seinen eigenen Geburtstag. Oh, Papa, dann bist du aber wirklich alt geworden, das zu vergessen. Ich habe heute Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willst du es nicht aufmachen? Jenny, mach du es auf. Was ist denn das? Pantoffeln. Ja. Was soll ich denn mit Pantoffeln? Oh, die sind für deine alten Tage. Setz dich hin. Oh, Virginia, so alt bin ich noch. Ach, Papa, ich mach ja nur Ulk. Ach, danke. Danke, Maus. Findest du wirklich, dass das Kleid so schön ist? Wyatt kommt heute Abend. Wyatt? Ja, du weißt doch. Jenny ist Medizinstudentin. Ach so, Wyatt. Ja, dass du dich für mich nicht so schön machst, das hätte ich mir ja denken können. Aber, Papa, wie kannst du sowas sagen? Na, nun kommt schon. Billy! Ziemlich häufig hier, dieser Knabe, findest du nicht? Er geht bald wieder auf die Uni, Papa. Das wäre ihn auch viel besser. So, Kinder, und jetzt essen wir alle ganz gemütlich zusammen Abendbrot. Ich möchte gern, dass du Wyatt kennenlernst. Aha. Einmal, das Eis muss schon geschmolzen sein. Ja, ich hole noch was. Was versprichst du dir davon? Na, weil du neulich Abend einfach so an uns vorbeigegangen bist, als wir auf der Veranda saßen. Hab ich das getan? Ja. Tag, Bill, mein Junge. Und du hast uns nicht mal beachtet. Na, Süße, wenn er etwas sagen wollte, konnte er ja aufstehen und sich vorstellen. Aber nein, er kriegte seinen dicken Hintern einfach nicht hoch. Na, Papa, er wusste ja gar nicht, wer du bist. Für wen hielt er mich denn? Für Elvis Presley? Elvis Presley. Billy, gib's ihm doch. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Na, wenn das nicht deine Überraschung ist. Hoffentlich gefällt's dir auch. Ja, Papa, ich wünsch dir auch alles Gute. Wie alt bist du geworden, hey, Papa? Das muss ein Spazierstock sein oder sowas. Damit sollst du wohl wie ein Greis rumhumpeln. So alt ist euer Vater noch nicht. Hey, das ist kein Spazierstock, sondern eine Angel. Hoffentlich holst du damit auch wirklich was raus. Wie macht man das? Oh, Jack, früher in New Paris hast du doch jede freie Minute gefischt. Tatsache? Ach ja, du hast recht, ja. Natürlich, da verstehen die Leute auch was vom Fischen. Können wir anfangen, Mama? Ach so, ja. Buddy, gib das mal Papa. Da, Papa. Ich habe mal irgendwo gehört, eine Familie, die zusammen betet, kann nichts trennen. Also, Herrgott, wir danken dir für dies hier und alles, was du für uns tust. Amen. Amen. Ich habe heute mit Jonathan wegen des alten Ladens gesprochen. So? Ja, du warst gerade weg. Ich halte nichts davon, ihn zu mieten, Buddy. Ja, aber die Gelegenheit ist einmalig. Die Bude steht doch nur da und verkommt ganz und gar. Hör zu, ich bin da gewesen. Der Fußboden ist noch ganz prima und das Schaufenster auch. So? Ich schlage vor, wir sagen Roy, wir möchten es als Geschäftsraum haben. Wir tun ganz desinteressiert, dann macht er uns einen anständigen Preis. Und haben wir erstmal den Mietvertrag in der Tasche? Gehen wir an. Gib mir doch mal das Salz. Und weißt du, was es da nicht gibt? In der Cordell Street? Na, Geld. Na, was denn? Ein Lokal. Das weiß ich. In der Cordell Street gibt's kein Lokal, weil da kein Mensch Geld hat. Eben, Buddy. Die essen alle zu Hause. Ja, ja Mama, aber ich denke doch dabei an ein ganz anderes Lokal. Woran denkst du, Buddy? Papa, schließlich bin ich viel rumgekommen, als ich Soldat war. Mhm.
Weißt du, was in Amerika überall der Schlager ist? Nein. Ob arm, ob reich, alles rennt in Imbissstuben, verstehst du? Nicht möglich, meinst du? Das kostet dich nur einen Koch, einen Ofen und eine Bierkonzession und eine stabile Kasse für das viele Geld. Was du nicht sagst. Und weißt du, was du als Anfangskapital brauchst? Dazu brauchst du lächerliche 1500 Dollar. Hast du die lächerlichen 1500? Daran kannst du eine Stange Geld verdienen, Papa. Also fang an, mach mich reich. Ja, ob man dabei reich wird, aber wir würden dann Partner. Oh, jetzt sind wir schon Partner. Wie viel Kapital bringst du mit, Partner? Ich bringe eben eine gute Idee. Ich bezahle aber nichts für Ideen, sondern für Arbeit. Ja, und du hast anscheinend noch eine Idee. Du denkst, dass du mehr vom Geschäft verstehst als ich. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe schon in meinem Leben mehr Geld verloren, als du verdient hast. Und weißt du was? Nur ein Mann, der Geld verloren hat, der weiß, was los ist. Mein Junge, ich bezahle dir genau, was du wert bist. Wozu brauchst du überhaupt mehr Geld? Es dreht sich dabei nicht bloß ums Geld. Was denn? Ich möchte etwas unabhängiger sein. Ich möchte auch mal so Geld verdienen, wie ich es für richtig halte. Du möchtest Geschäfte machen mit dem Geld, das ich verdiene. Wisst ihr, er hat die Hitze nicht vertragen. Na ja, heute war es aber auch schrecklich, ganz furchtbar. Na, Billy, wie sieht's denn in der Bibliothek aus? Alles in Butter, Papa. Hey, da musst du mal deinen Bruder mit hinnehmen. Sicher könnten sie ihn gut gebrauchen, wer weiß. Vielleicht schreibt er auch ein paar Bücher. Wie werde ich reich in 10 Stunden für Anfänger? Wie witzig. Du, Billy, mein Junge. Du müsstest auch mal rauskommen. Ja, ja. An einem der nächsten Abende müssen wir beide mal in die Stadt fahren. Damit du das Leben mal kennenlernst. Oh, Jack. Sie weiß nicht mal, wovon wir sprechen. Oh, Jack, nicht bei Tisch. Du musst nicht auf ihn hören, Billy. Alma, was ich eben meinte, ist ein Abend unter uns zwei Männern unten in Ritz Billardhalle. Der Junge ist aus der Schule und wird jetzt bald Soldat. Da muss er doch wenigstens wissen, was ein Billard ist und wie ein Glas Bier schmeckt. Wäre das nicht fein, Billy? Wie wäre das, hä? Heute Abend, Papa? Ach, schade. Heute geht's nicht, Billy. Ich muss noch weg. Ich habe noch was Geschäftliches. Na, das geht natürlich vor, Papa. Natürlich, Billy. Du kannst nicht erwarten, dass Papa dich nach so einem Tag auch noch ausführt. Du versuchst aber auch immer Entschuldigungen für mich zu finden, Alma. Ich habe es nicht nötig, mein Tun und Lassen hier zu rechtfertigen. Natürlich nicht, Jack. Ich dachte Alma, spar dir das, denk nicht so viel. Entschuldig mich, bitte. Aber du hast ja fast nichts gegessen. Ich habe keinen Lass Hunger, ihn doch Mama. Lass laufen, Alma. Warum versuchst du immer, alle Menschen anzubinden? Gehst du noch mal in die Bibliothek, Billy? Nein, Mama. Ich werde wohl hier bleiben und ein bisschen Fernsehen mit dir. Bibliothek. Der Junge ist ein richtiger Traumtänzer geworden, nicht wahr? Wie meinst du das? Er mit seinen Büchern. Gedichte von Swinburne und all den Kram. Hältst du nichts davon? Ob ich was davon halte, ist völlig unwichtig. Aber lass ihn erst mal Soldat werden. Die werden ihm schon was von Swinburne erzählen, mein lieber Mann. Ist das wahr? Na und ob? Ich weiß Bescheid. Oh, so, du weißt das, hm? Wer so, möchte noch also, was vom herrlichen Kartoffelsalat? Was weißt du eigentlich? Was hast du da gelernt? Wie man hinter meinem Rücken faule Geschäfte anfängt und mich einwickelt. Hast du das etwa gelernt, mein Sohn? Hinter deinem Rücken mache ich überhaupt nichts. Du hast ziemlich komische Ideen, Buddy. Du hältst dich wohl für viel tüchtiger als mich, was? Jetzt geht's wieder jetzt los. Jetzt hör gut zu, kleiner Angeber. Du willst doch alles genau wissen mit deinen Abendkursen. Ich möchte nur mal einen Abend erleben, wo man sich mit dir vernünftig und sachlich über irgendwas unterhalten erstens, kann. Erstens, du bist nicht so tüchtig wie ich, das steht mal fest. Und zweitens wirst du auch niemals so tüchtig werden wie ich. Ich bin 22 Jahre alt. Du bist doch ein ganz unbedarfter kleiner Junge. Mit ich einer ganz naiven Vorstellung. Ich tue die Arbeit eines Mannes und werde wie ein Kind behandelt. Das ist doch nicht im Leben das Wichtigste. Und möchte das einen Abend erleben, wo ich doch nicht immer mit ihm streite. Muss jemand noch zuhören? Du merkst, das ist kein Zweck. Solange ich denken kann, muss ich mir deine Rechthaberei anhören. Desto besser kommen wir mittlerweile. Hab ich satt! Und desto ich bin eingesperrt wie im Zuchthaus! Aber ich will raus! Hier hast du was von meinem schwer verdienten Geld. Partner! Herzlichen Glückwunsch! Oh, Jack, nimm es ihm nicht übel und sei nicht böse. Er hat sich vergessen, es war doch nicht so gemeint. Selbstverständlich hat er es so gemeint. Klar hat er es so gemeint. Und er hat recht. Der Junge ist grollt richtig. Endlich geht er mal aus sich raus. Endlich handelt er mal wie ein Mann. Ich kann dich gar nicht verstehen. Jenny, jetzt geht doch Wyatt wieder auf die Universität zurück. Willst du nicht da deinen Urlaub nehmen? Ich meine, vielleicht machst du eine kleine Reise. Was hältst du davon? Reise machen? Mama meint einen Ausflug nach New Paris, Daddy. Ja, warum machen wir das nicht? Einfach ins Auto rein und los. Du weißt doch, wie Mama daran hängt. Du kennst sie ja. Ja, wir könnten in 5-6 Stunden da sein, nicht? Wäre das nicht fein, die alte Gegend wiederzusehen und all unsere alten Freunde und Nachbarn? Tja, was fragt sich nur, ob meine alte Karre die Fahrt überleben würde. Du brauchst doch nur mal den Wagen überholen zu lassen. Und dann steigst du mit Mama ein und ihr saust einfach los. Oh, du willst hierbleiben. Oh, ich würde natürlich gern mitfahren, aber ich kann mich nicht mehr so an alles erinnern. Ich war wohl damals noch zu klein. Jedenfalls würdet ihr bestimmt mehr davon haben als ich. Wir haben viele Erinnerungen, aber damit kann man auch nichts anfangen.
Ach, Jack, es hat sich sehr verändert. Den Brief habe ich dir doch gezeigt. Du weißt schon, von Essimé. Nein, nein, gelesen habe ich ihn nicht. Och, da muss jetzt eine Menge los sein. Neue Geschäfte haben aufgemacht. Und Essimé sagt, dass man eine ganz moderne Autobahn jetzt mitten durch die Stadt gebaut hat. Und dann schreibt sie, dass man sehr billig Grundstücke kaufen kann. Und Daddy, das würde dir bestimmt auch gut tun. Du brauchst nämlich mal Erholung. Vielleicht so um Weihnachten herum? Wäre das nicht wundervoll? Alle diese leckeren Sachen, die es da gibt. Jambalaya mit Wurst und frische Fische und... Na, das war doch immer was für dich, diese kreolische Küche. Ach, und all die Sachen, die uns die Leute bringen würden. Schinken und einen Eimer selbstgemachten Sirup. Da läuft dir dabei nicht das Wasser im Mund zusammen? Ja, das hört sich ganz gut an. Na, wollen wir sehen. Und da du weißt, wie gründlich ich solche Pläne immer vorbereiten muss, würde ich dir doch vorschlagen, dass ich Essimé bald schreibe, dass wir kommen. Sie soll nicht vor Schreck umfallen, wenn plötzlich die ganze Familie Duval bei ihr auftaucht als Weihnachtsüberraschung. Hm? Das klingt ganz... Na, wir sprechen noch mal drüber. Hm? Die Zeitung liegt da auf der Kommode. Ach, ich hab sie schon in der Stadt gelesen. Sei nicht traurig, Mama. Eines Tages wird er sicher mit dir hinfahren. Oh nein, das glaube ich nicht. Wenn ich mir so überlege, was aus unserer Familie geworden ist. Wir waren eine richtige Familie. Und wenn wir auch schwere Zeiten erlebt haben. Aber wir gehörten doch immer zusammen. Wir zogen doch alle an einem Strang. Und jetzt geht jeder von uns seine eigenen Wege. Und selbst heute geht er aus. Ach, vielleicht auch nicht. Oh ja, doch, Schätzchen. Das weißt du ja. Oh, Mama. Ach, das Wyatt. Billy, sag Wyatt, Virginia käme sofort, ja? Wie sehe ich aus? Du siehst bildschön aus, mein Schätzchen. Bitte, hilfst du mir mal? Heute Abend mache ich aber die Tür zu, Mama. Wie du meinst. Bei offener Tür überlegt er sich jedes Wort, was er sagt. Kann ich verstehen. Und da er schon eine Woche wieder abfährt, sei ruhig ein bisschen nett zu ihm, hörst du? Und sieh zu, dass du das Gespräch auf die Zukunft bringst, ja? Ich habe Angst, dass ich ihn damit vor den Kopf stoße. Oh, was heißt vor den Kopf stoßen? Früher oder später muss er sich doch erklären. Mama, und wenn ich das nun tue, also wenn ich die Unterhaltung darauf bringe? Mama, und stell dir nun vor, er sagt nein, das wäre mein Tod. Keine Sorge, mein Schatz. Es wird schon gut gehen. Guten Abend. Guten Abend. Was ist mit der Tür? So können wir uns besser unterhalten. Jack, wollen wir uns heute Abend das Fernsehprogramm ansehen? Ich kann nicht, Mama. Ich muss leider noch weg. Och. Wo gehst denn du hin? Ich sagte ja schon, liebe Sicht, es ist geschäftlich. Oh, du arbeitest zu viel. Und dann ist es doch noch so heiß. Weißt du, zieh dir doch einfach deine neuen Pantoffeln an und setz dich zu mir zum Fernsehen. Ach, wäre das schön, aber es geht nun mal nicht. Es ist zu wichtig. Ist das eine neue Krawatte? Ja, kann sein. Wofür machst du dich bei der Hitze so fein? Alma, sei nicht so neugierig. Was für ein Geschäft ist denn das? Willst du mich ins Kreuzfeuer nehmen? Nein, aber vielleicht sollte ich's tun. Kommst einfach nach Haus, wenn es dir gefällt, und sagst mir nie, wo du warst. Musst du denn rumstromern wie so ein alter Kater? Wehe dir, wenn du Dummheiten machst. Lass dich nicht von mir erwischen. Ach, tu nicht, als ob ich ein Kind wäre. Alma, ich bin nicht dein Kind. Das war doch nur so aus Ulk. Oh, Papa, willst du dir das nicht noch mal überlegen? Was wir besprochen haben mit Joe Paris. Ein kurzer Urlaub, glaub mir, Papa. Es wäre so schön für mich und für uns. Ja, Liebes, ich überlege mir's. Jack, es ist alles so anders geworden. Du weißt ja, die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus. Und dann gibt's doch wirklich nichts mehr, was uns hier halten könnte. Wir könnten in New Paris ganz von vorn anfangen, wie ein paar Kinder. Dazu ist nie zu spät, Jack. Warum ist die Tür zu? Wer hat die Tür hier zugemacht? Oh, Vati, ich möchte dir Wyatt vorstellen. Das ist Wyatt Mitchell, mein Vater. Freut mich, Mr. Duval. Ja, ich glaube, gesehen habe ich Sie hier schon ziemlich oft, eh? Freut mich, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Duval. Ja, und da wollen wir auch gleich einiges klarstellen. Ja, Sir. Sie sind also Medizinstudent? Ja, Mr. Duval. Also, Sie haben viel Geld. Ich meine, Sie sind ein reicher Mann. Das nicht. Das bedeutet also, dass Sie vorläufig nicht die Absicht haben, zu heiraten. Jack, du misch dich gefälligst nicht ein, bis ich fertig bin. Sehen Sie diese Schaukel? Die hat sich Virginia für ihre Verabredung gekauft, von ihrem eigenen Geld. Damit keiner erfährt, wie mein Haus von innen aussieht. Oh, Vati, bitte. Sie scheinen ihre einzige Verabredung zu sein. Ich habe Virginia sehr gern. Aber ans Heiraten denken Sie trotzdem nicht, hä? Mama! Jack, lass doch die beiden zu. Du sollst dich hier nicht einmischen. Wir
Davon haben wir nie gesprochen. Na, dann stimmt es ja, dass Sie es nicht ernst meinen. Sich nur so ein bisschen amüsieren, was? Mr. Duval. Jack. Warum lässt du sie die Tür zumachen? Warum? Dieser Knabe, ich kenne solche Knaben. Wie kannst du nur sowas tun, Jack? Dein eigenes Fleisch und Blut, deine eigene Tochter Billy, so zu beleidigen. Mit. Wo wollen wir denn hin, Papa? Ausgehen. Also kommst du nun. Quiet, gehen Sie doch nicht. Jeannie ist eben aufgegangen. Sie will sich nur frisch machen. Sie wissen ja, die schwüle Wetter, da gehen einem eben die Nerven durch. Vielen Dank, Mrs. Duval, aber ich glaube, es wäre für alle Beteiligten besser, wenn ich... Nein, sie kommt sofort wieder. Also bleiben Sie hier. Das wäre ja noch schöner. Hier bleiben Sie brav stehen. Und ehe Sie bis drei gezählt haben, ist Jeannie wieder da. Schätzchen, entschuldige, ich habe wieder alles falsch gemacht. Ich muss irgendwas gesagt haben, worüber er böse war, und hat das an ihm ausgelassen. Mama, es ist ja gar nicht wie die Bär. Komm, Schätzchen, du machst dich jetzt frisch und gehst wieder nach unten. Ich kann nicht. Mein Liebling, wer weiß, wozu es gut war. Jetzt wird er endlich davon anfangen müssen, verstehst du? Oh, Mama, ich will ja gar nicht, dass er davon anfängt. Das Leben ist nun mal so und wird auch immer so bleiben. Du liebst ihn doch, oder? Ja. Hast du ihm schon gesagt, dass du ihn liebst? Aber dann geh sofort zu ihm runter, Schätzchen. Und sage zu ihm, ich liebe dich. Das sind nämlich die drei schönsten Worte, die es auf Erden gibt, Kindchen. Mama, ich habe solche Angst. Ach, nicht doch, Liebling. Na. Hör mal auf deine Mutter. Glaub mir, es gibt keinen Mann auf der Welt, der sowas nicht gern hören würde. Nun wasch dir schnell dein Gesicht und sei mein gutes Kind. Mir schrecklich leid, wenn ich gewusst hätte, dass sowas passiert. Wir gehen, komm. Fane, hast du was vor? Willst du nicht rüberkommen? Nein, ich bin ganz allein. Nein, sie sind alle weggegangen. Sie haben alle irgendeine Verabredung. Na, Virginia und Wyatt sind auch vor einer Weile weggegangen, aber sie... Es ist möglich, dass sie in ein paar Minuten wieder da sind und dann können sie nicht rein. Du weißt ja, wie Jack ist. Ich finde, du könntest mir ruhig ein bisschen Gesellschaft leisten. Bier? Nein, aber ich habe eine wunderschöne Schokoladentorte. Wir können uns dick und rund futtern. Diät? Warum soll ich denn Diät halten, Fan? Kommst du rüber, ja? Ach, wenn du mich fragst, ich bin ein klein bisschen einsam. Danke. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Jack. Hallo, Smitty. Hier. Hallo, Jess. Na, Jack. Na, wie sieht's aus? Da. Hallo, Sam. Guten Abend, Mr. Duval. Gib mir ein Bier, bitte. Ein Bier.
Na, Andrea. Was möchten Sie haben? Du, Sam, das ist mein Sprössling. Freundlich, Mr. Duval. Was kann ich Ihnen geben? Ich nehme Eiscremesoda. So, du machst mir Spaß. Trink doch mal ein Bier. Wieso, Papa? Ich habe noch nie eins getrunken. Im Ernst? Diese neue Generation führt ganz neue Sitten ein. Hier, höchste Zeit, dass du dich wieder an die Flasche gewöhnst. Das ist in Ordnung, behalte den Rest. Danke vielmals, Mr. Duval, danke. Hallo, Charlie. Hallo, lieber. Weißt du, wer das ist? Das ist Charlie Baker. Er ist der Besitzer von Bakers Fleischversand, hat unverschämt viel Kies. Sehr wichtiger Mann. Prost, ihr die Blume weg. Schmeckt dir das Zeug? Schön kalt, Papa. Ja, na, wenigstens was. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie man das spielt, Billy? Ein bisschen, ja. Man trifft die farbigen Bälle mit dem weißen Ball. Ja, so einfach das klingt, so kompliziert ist die ganze Chose. Naja, es ist bestimmt nicht gerade das anspruchsvollste Spiel der Welt, aber man muss geschickt sein. Ich fange an, ja? Wir spielen Rotation. Es zählt alles, was du versenkst, solange du nicht den dunklen Ball berührst, ja? Also jetzt würde ich den... Na, welchen? Den weißen Ball. Ja, genau. Also los, auf geht's. So, jetzt bist du da. Halt, warte mal. Nein, das ist falsch, Billy. Hier, so werden die Finger gehalten, ja? Das Wichtigste ist eine gute, solide Brücke. Das ist die Grundlage für ein gutes Spiel. So, jetzt ganz locker. So ist gut. Hey, gleich nochmal. Was wollte ich sagen? Ah ja, weißt du, eigentlich geht es bei diesem Spiel nicht so sehr darum, wer gewinnt. Es ist vielmehr ein geselliges Spiel, weißt du? Es gibt einem Mann Gelegenheit... Hallo, Dave! Alter Junge! Tag, Jack, wie geht's? Immer besser. Also Gelegenheit auszugehen, Freunde zu sehen, sich zu entspannen oder sogar einen Abschluss zu machen. Die besten Geschäfte macht man immer hier, in so einem Laden. Weißt du, mein Junge, hier ist man zwangloser als in einer Bank oder in irgendeinem Büro. Also? Was? Hey, du willst doch nicht alle versenken, was? Wer verliert, muss blechen. Weißt du, Billy, der Grund, dass ich mit dir ausgehe, ist, bei uns zu Hause habe ich nie die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Ich glaube, dass du und ich, wir beide, wir kennen uns gar nicht. Findest du nicht auch? Ach, ich weiß nicht, Papa. Wenn du meinst... Ach, was? Red doch nicht solchen Unsinn. Ich kann dieses Wenn du meinst nicht vertragen. Hör doch, Billy. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Komm schon, sprich dich aus. Los, es bleibt doch unter uns. Ich habe nichts auf dem Herzen, Papa. Nein? Und was war beim Essen? Der Familienstreit kotzt dich an, ne? Ach, das beachte ich gar nicht. Mach mir doch nichts vor! Du kannst diese ewige Ankeiferei auch nicht vertragen, das weiß ich genau. Ja, das stimmt, Papa. Na, und mir geht's ebenso. Komm, wir trinken noch einen Schluck. Na los, setz dich hin. Billy. Billy, hör mal. Wenn man mit Menschen noch so eng zusammenlebt, kann man sich doch so fern sein, verstehst du? Man lebt unter einem Dach und doch lebt man unter Fremden. Sie stolpern durcheinander wie ein paar Schlafwandler, die vorm Aufwachen Angst haben. Haben Angst, irgendwo anzuecken. Angst, dass sie irgendwas umschmeißen oder mit wem zusammenstoßen. Verstehst du, was ich meine? Nicht so ganz, Papa. Pass auf. Billy, du gehst einfach so durchs Leben und nimmst es, wie es ist. Du nimmst einfach alles so, wie es ist. Denkst überhaupt nicht darüber nach, was du eigentlich wirklich erwartest. Verstehst du denn nicht, was ich meine, Billy? Man sollte wissen, was man will. Genau das will ich sagen. Genau das. Und jetzt die Hauptsache, Billy. Billy, wenn du nicht weißt, was du willst, dann bekommst du eines Tages bestimmt das, was du nicht wolltest. Das merkt ihr ein für alle Mal. Das ist wohl das Wichtigste im Leben. Als ich dahinter kam, da war es zu spät. Oder fast zu spät. Du bist dran, Papa. Ja. Weißt du, Billy, das ist doch so. Also... Ein Mann nimmt eine Frau, hat Kinder, hat eine gute Arbeit, hat Verpflichtungen. Und nun geht er einfach seinen vorgeschriebenen Weg und tut seine Pflicht und lässt auch vielleicht mal alle Fünfe gerade sein. Und auf einmal stellt er fest, dass er schon ein paar graue Haare hat. Und dann stellt er fest, dass er einen kleinen Bauch gekriegt hat. Und,
Und dann sind die Haare weg und die Zähne weg und bums ist er tot und alles ist vorbei. Für was, Billy? Wofür? Wenn man dich so hört, kommt es einem vor, dass das Leben sehr kurz ist, Papa. 70 Jahre, wie es in der Bibel steht. Aber Billy, wenn du nicht aufpasst, dann ist alles vorbei, ehe du es überhaupt mitgekriegt hast. Ja, Papa, das stimmt. Du hast recht. Das habe ich auch gemerkt, als ich noch klein war. Da kamen mir die Jahre anders vor, viel länger. Ja, sicher, das sage ich ja. Jetzt flitzen sie bloß so vorbei. Ja. Ja. Aber nun komme ich erst mal in mein Alter. Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, ich erzähle dir was ich gestern von einem Freund gehört habe. Und weißt du was? Dann komme ich plötzlich dahinter, dass es vor 2 Jahren gewesen ist. Merkst du, worauf ich hinaus will? Diese ganze Sache, diese Verpflichtung und dies Einerlei, das erscheint dir plötzlich alles als Gefängnis. Denk nur mal an deine Mutter, Billy, die versteht das alles nicht. Versteht was nicht, Papa? Tja, weißt du, die Sache hat noch eine andere Seite, Billy. Ein Mensch hat auch Verpflichtungen sich selbst gegenüber. Nur sich selbst gegenüber. Das mag sich vielleicht sehr egoistisch anhören, Billy, aber es ist nun mal Tatsache. Wie meinst du das, Papa? Diese anderen Verpflichtungen. Das ist, sich selbst zu erfüllen, sodass man selbst möglichst glücklich ist. Siehst du, ich habe darüber nachgedacht und gegrübelt. Billy, es kann doch nicht stimmen, dass man nur in die Welt gesetzt wird, um unglücklich zu werden. Du kommst mir aber nicht unglücklich vor. Das ist auch nicht der richtige Ausdruck. Weiß nicht, aber vielleicht doch. Ist doch richtig, Billy. Aber du hast doch Mama und du hast uns. Das ist nicht genug. Wenn das nicht genug ist, Papa, was willst du denn mehr? Ich will ja gar nicht mehr. Billy, ich will es nur einfach anders. Komm, Billy, hör auf, die Leute kommen. Was ist mit dir los, Junge? Das Bier in die falsche Kehle gerutscht? Komm, Billy, lass das jetzt. Billy, ich dachte, du wärst der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Was klotzt dir denn so? Billy, komm, nimm dich doch zusammen. Billy, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht lieb hätte, hörst du? Hör doch mal, Billy, sei vernünftig. Komm, hier hast du einen Dollar. Komm schon, Billy. Nein, danke. Ach, hier, ich treffe noch einen Geschäftsfreund. Du kannst ja ruhig noch ein bisschen spielen. Na, noch eine Serie, Mr. Duval? Nein. Nett von Ihnen, dass Sie mal auf einen Sprung bei mir vorbeikommen, Harry. Nur schade, dass Virginia nicht da ist. Ich wusste, dass Sie weg sind, Virginia und dieser, wie heißt er noch, Wyatt. Ich habe Sie weggehen sehen. Ach, das müssen Sie aber nicht ernst nehmen. Sie wissen doch, wie junge Mädchen sind. Die wissen nicht, was sie wollen. Heute schwärmen sie für den, morgen für den. Alles nur Alberei. Virginia ist aber nicht so, Mrs. Duval.
Sie hat überhaupt nie einen anderen angeguckt während ihrer ganzen Schulzeit. Und als ich Soldat war, die Kuchen, die Socken und alles kamen ganz regelmäßig. Aber vielleicht ist es das. Was? Ich war meiner Sache anscheinend viel zu sicher. Ich kann es Ihnen nachfühlen, Harry. Da muss jeder von uns durch, bis sich eines Tages alles wieder klärt. Sie werden sehen, die Zeit hat sämtliche Wunder. Es fragt sich nur, ob es besser oder schlechter wird. So darf man nicht fragen. Ich weiß, dass Sie jetzt unglücklich sind. Aber das geht alles mal vorüber. Alma, hu! Ach, das ist Fen. Sie ist genau das, was wir beide nötig haben. Heute nicht, bitte. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich mich schnell verdrücke. Na schön. Halten Sie die Ohren steif, ja? Danke, Mrs. Thibault. Du hast dich doch gerade eben in der Küche unterhalten. Na, wer war denn da zu Besuch? Harry war da. Er ist gerade weggegangen. Harry? Na, der sollte es doch langsam aufgeben. Fen. Du hör mal, Mensch. Auf dem Weg zu dir habe ich über deine ganze Situation nachgedacht. Und ich glaube, ich weiß einen Ausweg. Was für eine Situation? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, Mädchen, du mach aber mal einen Punkt. Kannst dir meinetwegen vormachen, was du willst, aber nicht mir. Also, nun setz dich mal hin und hör mal zu. Oh, fein. Mein, alles andere ist doch gar nicht mehr wichtig. Ich möchte nur, dass es immer so bleibt. Ich liebe dich. Es war ein wunderbarer Sommer. Er ist noch nicht zu Ende. Sag nicht, dass er schon zu Ende ist. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn niemals vergesse. Wyatt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben, Wyatt. Du weißt ja, wie die Dinge liegen. In genau 10 Tagen muss ich wieder weg. Dann vergeht noch ein Jahr, bevor ich promoviere. Dann rechne noch 2 Jahre praktische Arbeit und die Zeit, bis ich meine eigene Praxis habe. Wyatt, ich warte auf dich. Du, ich warte und arbeite. Ich werde alles tun, was ich kann. Mach doch nicht alles noch schwer. Wyatt, ich möchte deine Frau werden. Ich war wirklich immer ehrlich zu dir, Virginia. Ja, ich weiß. Ich habe noch einen sehr weiten Weg vor mir. Und ich möchte nicht... Liebling, ich kann mich nicht belasten mit der Verantwortung, dass irgendwo jemand ist, der von mir abhängig ist. Noch nicht. Aber Wyatt, das will ich doch gar nicht. Verstehst du nicht? Ich will ja arbeiten. Ich sorge ja für mich selbst. Ich will ja bloß da sein. Nicht, Virginia. Ich will bloß für dich da sein, wenn du mich mal brauchst. Nicht, Virginia. Bitte, es ist ja nicht so, dass wir sofort heiraten müssen. Das ist doch alles Unsinn. Ich will bloß in deiner Nähe sein. Ja, aber das ist doch ohne Heirat unmöglich. Verstehst du das nicht? Du merkst doch, dass immer wieder diese Heiratsgeschichte auftaucht. Denk doch an heute, deinen Vater, deine Mutter. Meine Mutter? Aber das merkt doch ein Blinder. Ich kenne den Blick. Weißt du, Heirat kommt für mich nicht in Frage. Jedenfalls jetzt noch nicht. Sicher, ich werde doch eines Tages mal heiraten, nehme ich an. Virginia, du weißt doch genau, wie es in der Welt aussieht. Deswegen und nur deswegen kann ich vollkommen offen zu dir sein. Das hat mir gleich von Anfang an imponiert. Weißt du, wenn ich mal heirate, tue ich das nicht, nur weil ich mich vielleicht Hals über Kopf verliebt habe. Das Mädchen muss, sie muss für mein Weiterkommen nützlich sein. Ich will vorwärts kommen. Und dazu muss ich jede Gelegenheit benutzen, die sich mir bietet. Ich mache dir nichts vor, Virginia. Die Frau, die ich mal heirate, die muss reich sein. Und was darstellen. Gesellschaftlich, meine ich. Ich habe dir das nur gesagt, weil ich weiß, dass du das verstehst, Virginia. Dass ich das verstehe? Virginia! Virginia! Immer feste ziehen. Paffen, du musst kräftig paffen, sonst geht sie aus. Gloria! Na, paffen, tüchtig paffen. Siehst du? Ich verstehe nicht, was sich dadurch bessert, wenn ich zu rauchen anfange, Fen. Na, ich sag dir doch, Alma, nur eine ganz neue Frau kann ihn irgendwie ändern. Jack ist doch nur desinteressiert, weil du ihm nichts Neues bietest. Was meinst du, was er sagt, wenn du zum ersten Mal nach einer Zigarette angelst und dir Feuer geben lässt? Er wird sagen, Alma, bist du verrückt geworden. Na, und wenn er das sagt, dann ziehst du nur an deiner Zigarette, pustest ihm den Rauch ins Gesicht und sagst, was hast du gesagt, Liebling? Och, Fen. Na schön, also weiter. Das war ja erst der Anfang, jetzt pass mal auf. Pass auf meine Hand auf. Na, Jackie? Also gut, lass mich mal versuchen.
Das ist sehr gut. Fein. Nun mach mal weiter. Und jetzt blas den Rauch aus der Nase. Ganz langsam. Ach, nun mach schon. Ach, Alma. Wie soll ich dir jemals das Rauchen beibringen, wenn du es nicht mal versuchst? Na, ich versuch's doch. Nein, das tust du nicht. Du sitzt nur da und lässt den Rauch einfach rauskommen, wo er will. Wenn er doch überall rauskommt. Oh, Fan, hören wir doch lieber auf. Kommt nicht in Frage, nein. Wir haben angefangen, jetzt führen wir es auch zu Ende. Das ist dein Fehler, Alma. Du hast keine Ausdauer, mein Kind. Oh, Fan, entschuldige. Ist schon gut, Kindchen. Jetzt noch mal das Gleiche. Also pass noch mal genau auf, wie ich es dir vormache. Pass genau auf. Das war's. Das war erst ein richtiger Lungentorpedo. Und wenn ich mir noch so viel Mühe gebe, doch, das lernst du. Dazu gehört nur Übung. Nein, pfui. Es wird nicht genascht. Hörst du, du hältst dich an deine Diät. Aber du hast schon zwei Stücke. Na und? Ich kann mir auch zwei Stücke erlauben. Ich habe kein Fett. Siehst du, irgendwo Fett, das liegt an meinen Drüsen. Alma, ich habe noch eine Idee. Was würde Jack sagen, wenn er sieht, dass du was trinkst? Einen kleinen Cocktail vorm Abendessen. Ich was trinken? Ja, im Ernst. Und von meinen Kindern? Ach, die Kinder, diese Hyänen, das sind keine Kinder mehr, die sind doch längst erwachsen. Hör mal, deine Kinder werden schon ohne dich fertig, aber jetzt musst du erst mal an dich selbst denken. Ach, das geht doch nicht, wenn Jack sehen würde, dass ich was trinke. Los, komm jetzt bei mir, zieht keine Ausrede, los, her, die Buddel. Irgendwo muss noch ein bisschen Whisky sein. Na gut, wer tut's? Nicht? Ah, hier ist er. Sehr schön. Ob das bisschen genügt? Klar, hol die Gläser. Und dann guck das Zeug bloß nicht so an, als ob es Rattengift wäre. Meinst du wirklich, dass es genug ist? Na, davon wären wir nicht gerade Knülle, aber zum Üben reicht's. Knülle? Ist das sowas wie angeheitert? Angeheitert? Nein, Knülle. Voll. Umgehauen. Ach, Fan, was du alles weißt. Soll ich mal eingießen? Nicht doch. Du musst erst mal wissen, man sagt nicht, soll ich mal eingießen? Wenn du sowas sagen willst, dann sag... Nehmen wir einen zur Brust? Nehmen wir einen zur Brust. Nein, du musst das ganz anders sagen, mit Überzeugung, ganz lässig, weißt du? Nehmen wir einen zur Brust, Jack? Nehmen wir einen zur Brust, Jack? Ja, richtig. So, und jetzt hoch die Becher. So, und jetzt nimmst du ihn so in die Hand wie ich. Okay, so. Also pass auf. Nein, nicht das Glas angucken. Das ist ja da, Alma. Du weißt doch, dass es da ist. Und das lässt dich völlig kalt, verstehst du? Völlig kalt. Mhm. Na schön. So, und jetzt lehn dich mal zurück, aber lässig. Gut. Bein überschlagen. Sehr schön. Okay. Du bist ganz lässig. Spiel die völlig lässige. Du bist eine ganz neue Frau, verstehst du? Das ist wichtig. Okay. Nun denk irgendwas Verworfenes. Ganz verworfen. Nein, das tue ich nicht. Also einmal, dann mache ich nicht weiter. Also gut, ich werde es versuchen. Schön. Was ist denn? Was ist denn so lustig? Woran hast du gedacht, das Alma? Das verrate ich nicht. Alma, jetzt aber bitte wieder ernst. Na? So, auf ein neues. Ist das so richtig? Schon besser. Und jetzt hast du eine freie Hand, Alma, ja? Jetzt schlag dir aufs Knie und sag, hey, verdammt. Verdammt. Nehmen wir einen zur Brustcheck. Nehmen wir einen zur Brustcheck. Rangehüpft, Süße, heute machen wir ein Fass auf. Wo nimmst du das bloß alles her? Vom Fernsehen. Das hat doch keinen Zweck. Ich bin eine Flasche. Alma, du tust das doch nicht für dich, du tust es für Jack. Es wäre ja alles überflüssig, Fan, wenn er mit mir wieder nach Juparez ginge. Und was hat sich damit gebessert, wenn ihr in Juparez seid? Na, dann wäre er weg von... Wir wären zusammen. Aha. Warum willst du ihn denn zurückhaben, wenn er so zu dir ist? Ach, er hat mich nicht schlecht behandelt. Er tut ja nichts anderes, als was andere Männer auch tun. Wenn du auf meinen Mann anspielst, hast du verdammt recht. Nein, Fan. Wieso denn? Ist ja alles okay. Ich und mein Mann, wir hatten uns ungefähr zur selben Zeit satt bis oben hin. Aber ich weiß, dass er eines Tages wieder vernünftig wird. Na, und dann wird er wiederkommen, wir werden zusammen alt und alles ist wieder in Ordnung. Ja, aber was wäre, wenn... Nimm doch mal an, er würde mit jemandem durchbrennen. Dann könnte er sich genauso gut hinsetzen und dein Pfund Arsen schlucken. Er ist doch an ein Leben mit mir gewöhnt. Auf die Dauer hält es bestimmt keine andere bei ihm aus. Und mit Jack auch nicht. Jackie, gibst du mir meine Pantoffel? Mhm. Na, hab ich denn auch mein Feuerzeug? Ich danke dir schön, es war nett. Ah, es war nett, dass du gekommen bist.
Du, das ist Jack. Gute Nacht, Alma. Tausend Dank. Gute Nacht, du alter Säufer, du. Und immer wieder einen mit mir zur Brust. Worauf du dich verlassen kannst. Oh, Namen. Ach, du bist. Papa ist nicht da, was? Nein. Möchtest du ein schönes Glas kalten Tee? Buddy, du willst doch nicht etwa wieder Streit anfangen. Ich hab nicht angefangen. Ich kann dich einfach nicht verstehen. Aber ich hab doch gar nichts getan. Na, immerhin bist du der Älteste, auf den ich mich am meisten verlasse. Und ich sag dir noch, dass du dich wenigstens einen Abend mal zusammennehmen sollst. Und was machst du? Tut mir deinetwegen leid. Ich back ihm die Torte und sorg dafür, dass du ihm ein Geschenk geben kannst. Und was machst du? Du schmeißt einfach auf den Boden. Er war so böse, dass er Virginias Verehrer furchtbare Sachen an den Kopf geworfen hat. Also das hab ich verbockt. Ich weiß nicht, was das soll, der ewige Streit. Mit deinem eigenen Vater. Du hast sogar denselben Namen, John Henry Duval Jr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du überhaupt nichts für deinen Vater übrig hast. Ach, Mama, natürlich habe ich das. Denkst du, es wäre mir nicht lieber, wenn ich wirklich Vertrauen zu ihm haben könnte? Ja, denkst du denn, ich würde nicht viel lieber zu ihm gehen, mich zu ihm setzen und sagen, Papa, hilf mir, dass ich's zu was bringe? Ich habe es doch heute versucht, heute Abend. Du hast es gesehen, du warst doch dabei. Junge, wenn du nur nicht immer sofort so aufbrausen würdest, nein. Es ergibt sich alles. Nein, das gilt nur für dich. Mir fällt's nicht einfach zu. Ich muss mich darum kümmern und zwar persönlich. Aber Junge, du änderst doch deinen Papa nicht. Das musst du doch wissen. Du kennst ihn doch. Das ist doch völlig gleich, Mama. Ich hab doch auch Rechte. Wenn du doch nur auf ihn hören würdest. Immerhin ist er dein Vater. Er ist älter. Du hörst überhaupt nicht zu, was ich sage. Du siehst nur ihn. Du stehst nur immer auf seiner Seite. Was ist denn mit mir? Wer steht denn auf meiner Seite, Mama? Jack? Bist du's, Jack? Ach so, du. Was denn passiert? Was denn bloß passiert? Du hast es mir geraten. Ich soll das Gespräch aufs Heiraten bringen. Du hast gesagt, ich sollte ein bisschen nachhelfen. Jawohl, Mama, du und Papa, ihr seid beide gleich. Ihr könnt es nicht lassen, eure Nasen in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Aber ich wollte doch... Du verstehst mich bestimmt, Buddy. Ja, ich weiß. Du hast alles zerstört. Du bist schuld, dass jetzt alles vorbei ist. Aber nicht, Liebling. Ihr seid doch meine Kinder. Ich würde doch nichts tun, was euch wehtun könnte. Nicht um alles in Wieso bist du dann immer auf seiner Seite gegen mich, Mama? Mama, es ist ja nun doch alles vorbei. Du bildest dir ein, du verstehst was von Männern und wirst nicht mal mit deinem eigenen fertig. Ich schätze ihn nicht. Finde dich damit ab. Deinen eigenen Mann hast du verloren. Nein. Jawohl, in diesem Augenblick ist er bei einer anderen. Bei wem? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Natürlich von einer anderen Frau, wovon sonst? Es gibt keine andere Frau. Es gibt keine andere Frau. Ich hab sie zusammen gesehen. Ich hab sie zusammen gesehen und Buddy auch. Ja, jawohl, das stimmt. Nein, er ist nicht bei ihr. Bei einer, wer es auch sein soll, es ist nicht wahr. Das ist alles nur leeres Gerede und Verleumdung. Wo soll er denn sein, wenn er nicht bei ihr ist? In wichtigen Geschäften unterwegs? Er ist mit Billy ausgegangen. Jetzt mit Billy? Das glaubst du doch selbst nicht. Ich hab's ja mit eigenen Augen gesehen. Sie sind zusammen hier weggegangen. Sie wollten zum Billard spielen. Ach, Mama, hör doch Genauso auf. Wie Papa gesagt hat, er würde heute Abend zum Essen kommen. Ich weiß gar nicht, wo ihr Kinder immer solche furchtbaren Sachen hernehmt und sie dann auch noch sagt. Na bitte, da sind sie ja. Jack? Jack, bist du's? Billy? Wo ist denn Papa? Fährt er den Wagen weg? Ihr beide habt euch sicher gut amüsiert, oder? Jack? Wo ist der Billy? Er wollte sicher noch eine Partie mit seinen Freunden spielen, was? Ja, Billy, das wollte er doch sicher. Erzähl es doch, Mama, endlich. Ja, er ist noch da. Da waren noch ein paar wichtige Leute, Mama. Kunden. Na? Siehst du, ich hatte wieder recht. Ihr Dummgehirn wollt mich wohl in das Licht führen, was? Mama, bitte entschuldige. Es tut mir leid. Ach, Schätzchen, wenn's weiter nichts ist, ich verstehe doch Spaß. Mama, ich hab's auch nicht so gemeint. Warte, das weiß ich. Mama, morgen sieht alles ganz anders aus. Wir sollten lieber schlafen. Ja, Mama, es wird Zeit, es ist spät. Ja, geht mal schon rauf, ich bleib noch etwas unten. Ach, Mama, bitte wart nicht wieder auf. Aber ich warte hier auf niemanden. Ich bin einfach noch nicht müde, das ist alles. Thank you.
Bist du da? Ja, Alma. Es ist schon schrecklich spät. Wie willst du denn da morgens frisch und ausgeschlafen sein? Ach, der redete und redete und redete. Der wollte gar nicht wieder aufhören zu reden. War das beruflich? Ja, natürlich. Was denn sonst? Warum bist du überhaupt noch auf, Mama? Ach, weißt du, ich habe noch in der Küche gesessen und muss eingenickt sein. So was kann auch mir nur passieren, was? Du arbeitest zu viel, Mama. Du solltest dich mal ausruhen. Es tut mir leid, dass ich so spät komme, aber der Knabe hat geredet ohne Punkt und Komma, weißt du? Und trotzdem war keine feste Zusage aus ihm rauszukriegen. Ach, du gehst mit deinen Sachen genauso unordentlich um wie Billy. Niemals hängst du was auf dem Bügel. Alles wird einfach irgendwo hingefeuert. Ihr Männer seid doch alle gleich. Da liegt nun wieder das Hemd. Ach komm, lass doch. Geh jetzt schlafen, es ist spät. Was ist das? Sieht aus wie Lippenstift. Parfum. Du hast Parfum an deinem Hemd. Warum soll das nicht anständig riechen? Aber das riecht nach ganz billigem Parfum. Was ist denn, Jack? Was willst du von ihr? Ich weiß auch, wie sie ist. Sie ist billig. Nein. Du kommst nach Haus, duftest nach ihrem Parfum und siehst durch mich durch, anstatt mich anzusehen. Sie ist nicht billig. Sie ist gemein. Sie ist nicht gemein. Sie ist billig, gemein und vulgär. Aber sie ist nicht so, wie du denkst. Sie ist ein junges Mädchen. Sie hat keine Familie, keine Freunde. Sie ist jung und hilflos, würdest du es sicher nennen. Ich bin ihre Welt. Und du hast Mitleid mit ihr, willst du sagen? Nein, nicht ganz. Billy ist schon seit 4 Stunden zu Hause. Warst du die ganze Zeit nein, mit ihr nein, zusammen? Nein, nein, nein. Ich bin in der Gegend rumgefahren und habe versucht, mir über alles klar zu werden. Jack, Jack, bitte, hör mich an. Warum hörst du nie auf mich, Jack? Wir könnten uns in den Wagen setzen, jetzt gleich. Wir könnten nach Juperis fahren. Wir könnten da sein, bevor die Sonne aufgeht. Wäre das nicht wunderbar, Jack? Wir könnten bei Essimé frühstücken, in ihrer alten Küche, mit ganz frischen Eiern und frisch geräucherten Schinken. Mama, sie liebt mich. Aber ich liebe dich, Jack. Ja, ich weiß, Süßes, aber es ist, als wäre ich wieder 20. Als wäre ich jung, wie ich noch nie gewesen bin. So haben wir beide die Liebe nie gekannt. Verzeih mir, Jack. Das habe ich doch nicht gewollt. Jack, das habe ich nicht gewollt. Bitte, Jack. Alma, komm, setz dich wieder hierher. Wenn mal jemand erwartet, kommt er nie. Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll. Du sollst dich nicht aufregen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe schon dauernd im Büro angeläutet und Buddy sagt, er hätte auch keine Ahnung, wo er wäre. Mach dich doch nicht verrückt, er ist es nicht wert. Er könnte doch wenigstens anrufen. Weißt du, was ich glaube? Der sitzt bestimmt irgendwo hinter einer Flasche und hat sich so volllaufen lassen, dass er nicht mal mehr weiß, wo er wohnt. Nein, nein, Finn, er ist bei dieser Frau. Ach, Alma, wer weiß, vielleicht hat er das nur gesagt, um dir weh zu tun. Nein, das hat er mir nicht vorgemacht. So habe ich ihn noch nie erlebt, Fenn. Er kommt schon wieder. 19, hat er gesagt, wer sie. Ach, dann ist sie ja noch ein Gör. Und dumm. Nein, Fenn, ich habe mir schon zu lange was vorgemacht. Ich bin jetzt einfach am Ende. Du weißt ja nicht, wie schwer es ist, immer wieder zu hoffen und zu glauben. Ich bin einfach fertig. Na schön, du bist fertig. Das heißt doch aber nicht fertig mit ihm. Aber nimm mal an, er liebt sie nun wirklich. Ach, Lieben, was ist das schon? Das ist nur ein Wort. Was geht bloß in so einem Mann vor? Was macht ihn so besessen? Na, was sagten denn die Kinder heute Morgen? Ach, die Kinder, die haben gar nichts gesagt. Wir haben beim Frühstück gesessen wie Fremde. Wo ist der Zucker? Kann ich noch ein bisschen Kaffee haben? Das war alles. Dann sind sie aufgestanden und weggegangen. Kaum ein Auf Wiedersehen. 25 Jahre kennen wir uns. Und ich habe ihn immer geliebt, Fan. Er war so ein hübscher Kerl. Ich war gerade 15, als ich ihn zum ersten Mal sah. Wie 13 sah ich aus. Ich sah Jack immer vom Ufer aus vorbeifahren, in seiner Pirogue. Das ist so ein Boot, wie es die Indianer benutzen. Er stand immer ganz aufrecht. Und er kam mir riesig vor. Und dann hing ihm sein schwarzes Haar in die Stirn hinein. Er war für mich ein überirdisches Wesen. Ich schämte mich, weil ich so jung aussah. Ich hatte Angst, dass er mich nicht möchte. Und da habe ich gegessen und gegessen. Dass meine Mutter dachte, ich hätte Magenerweiterung. Na, dann stopfte ich Taschentücher vorne in mein Kleid. Naja, Tommy. Und auf einmal brauchte ich die Taschentücher gar nicht mehr. Er bemerkte mich auch so.
Damals war ich sehr hübsch, Fan. Während der ersten paar Jahre, da war ich etwas durchgedreht. Da wollte ich auch so ungebunden sein wie er. Als wir verheiratet waren, zogen wir nach New Paris. Und dann kam Buddy, und dann Virginia und Billy. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich keine Kinder habe. Oh nein, Finn. Es wäre doppelt so schlimm ohne Kinder. Bemüht hat er sich ja, Finn. Er hat es wirklich versucht. Zum Beispiel mit all den Spielen. Jetzt hat er aber schon längst keine Lust mehr dazu. Er hat früher immer Spiele mit nach Haus gebracht. Weißt du, Lotto, Mensch, ärgere dich nicht. Und Monopoly. Und dann ließ er natürlich immer die Kinder gewinnen. Er kam immer nach der Arbeit nach Haus und gleich nach dem Abendessen wurden die Spiele ausgekramt. Ach, das war so schön. So schön. 2, 3 Abende hintereinander ging das immer gut und dann... Dann hat sie wieder gepackt. Da kommt er. Tag, Finn. Wie geht's, Ed? Danke, gut. Grüße. Du, überleg dir genau, was du sagst. Lass ihn reden. Je netter du bist, desto schlechter kommt er sich vor. Pass auf. Jack, was machst du da? Was willst du denn mit dem Koffer? Weg. Wo willst du hin? Jack, antworte mir. Wo willst du denn hin? Ich sage ja, ich will weg. Genügt das nicht? Nein, das tut es nicht. Und jetzt hör auf mit der dummen Packerei und sieh mich an. Du beträgst dich wie ein bockiger kleiner Junge, der von zu Hause ausreißen will, weil er Prügel bekommen hat. Jack, ich habe den ganzen Morgen versucht, dich im Büro zu erreichen. Ich wusste ja nicht, wo du warst. Du willst mit ihr wegfahren, nicht? Ja? Das musste über kurz oder lang kommen. Du meinst, seit du das Mädchen kennst? Daran dachte ich schon, bevor ich sie kannte. Warum hast du es denn da nicht schon getan? Das wäre verständlicher gewesen, als jetzt einfach so wegzurennen, wie ein dummer kleiner Junge, der bockig ist. Die Kinder waren da noch nicht erwachsen genug. Sie haben aber wenig von ihrem Vater gehabt. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Jack, was habe ich falsch gemacht? Alma, damit hat das nichts zu tun. Du kannst nichts dafür. Ja, wieso gehst du dann weg? Ich habe versucht, mein Bestes zu tun. Glaubst du denn ich nicht? Du hattest ja die Kinder. Jack, es waren doch deine Kinder. Deswegen habe ich sie geliebt. Du hast sie nur geliebt, weil es Kinder waren. Einen Mann hättest du niemals so lieben können. Jack, bitte, wenn ich was falsch gemacht habe, ich will mich ja bessern. Wie wäre es denn, wenn ich mit dir im Büro arbeiten würde? Dann wäre ich nicht so sehr ans Haus gebunden. Dann hättest du viel mehr von mir, Jack. Es ist zu spät. Ich möchte es so gern versuchen. Bitte geh nicht und lass mich es versuchen. Alma, ich weiß doch, wie das würde. Na, und das will ich nicht. Also, ich habe getan, was ich kann. Ich habe mich bemüht. Ich bin geblieben und habe für euch gesorgt. Aber jetzt gehe ich. Ich will hier nicht alt werden und versauern. Jack, bitte. Jetzt werde ich endlich mal tun, was ich will. Geh nicht, Jack. Bitte geh doch nicht. Ich weiß, wenn du weg bist, fallen mir alle Gründe ein, mit denen ich dich hätte halten können. Wir könnten wieder nach New Paris gehen. Wir brauchen ja nicht wegen der Kinder hier zu bleiben. Wir waren doch immer glücklich in New Paris. Wenn wir in New Paris geblieben wären, wäre alles besser. New Paris, das Märchenland, wo sich alles zum Guten wendet. Da waren wir noch eine richtige Familie. Jack, wir hatten ein schönes Haus. Wir hatten 1000 Dinge, über die wir uns unterhalten konnten. Wir hatten unsere gemeinsamen Bekannten. Weißt du noch, wie wir den Kindern das Tanzen beigebracht haben, als Virginia noch so ja, klein war? Ja, Alma, ich weiß. Und weißt du noch, wie wir immer zum Picknick rausgefahren sind? Hör mal, das ist vielleicht 2 oder 3 Mal passiert, Alma. Das stimmt aber nicht, Jack. Das haben wir doch fast jede Woche gemacht oder so. Du hast bloß alles Schöne vergessen, was wir zusammen... Ich vergesse gar nichts.
Alma, hör doch mal zu. New Paris ist ein ganz gewöhnliches Nest wie tausend andere. Und wir waren jung und arm und das Leben war schwer. Erst durch den Krieg und durch eine Pleite sind wir da rausgekommen. New Paris war nur ein schmieriges, armseliges Drecknest mit ein paar baufälligen, wackeligen Hütten. Aber wir waren doch zufrieden. Wir waren jung und die Kinder waren... Siehst du, Alma, immer sprichst du von den Kindern. Ich war nur der liebe Papa. Nein, nein, du fehlst mir, Jack. Geh mir lieber nicht nach, wenn du sie nicht treffen willst. Ich sehe... Willst du sie begrüßen? Nein. Also dann, leb wohl. Jack. Alma, sieh mal, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht liebe. Das ist es tatsächlich nicht. Du kennst mich ja. Ich bin, wie ich bin. Wo wollt ihr denn hinfahren? Nach Florida. Oh, es soll sehr schön sein, Florida. Man sagt, es soll das Land der ewigen Jugend sein. Werde ich mal was von dir hören? Nein. Jack, dann mache ich mir furchtbare Sorgen um dich, ob es dir gut geht und ob du... Alma, ich bin nicht dein Kind. Ach, das bist du doch. Das bist du doch. Nun geh schon. Und pass schön auf dich auf. Du darfst aber eins nicht vergessen, Buddy. Das Geschäft gehört dir nicht. Das Geschäft gehört immer noch Mama. Ist das nicht wahr? Es ist ganz klar, dass wir uns darum kümmern müssen. Ach. Sieh mal, Buddy, vielleicht hat Papa dieses Mädchen bald satt. Wenn sie ihn nicht vorher satt hat, mein Liebling. Die brennt doch mit einem anderen durch, wenn sein Geld alle ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mädchen ihm wegläuft. Was glaubst du, Billy? Ich glaub gar nichts, Buddy. Und ich will dir auch sagen, warum. Weil ich nämlich gar nicht mehr lange hier bin. Wo willst du denn hin? Ich werde zur Air Force gehen. Zur Air Force, Billy? Wie kommst du denn da? Ich habe mich mit deinem Freund darüber unterhalten. Das wirst du nicht tun. Wer will mir das denn verbieten? Ich verbiete dir das. Du wirst genauso warten, bis du eingezogen wirst wie alle anderen. Ich fahre weg, und zwar schon nächste Woche. Jetzt hör mal, Billy, damit du es weißt. Ab heute bin ich das Haupt der Familie und du tust, was ich sage. Ich hab überhaupt nichts zu sagen, damit du Bescheid weißt. Und wenn du versuchst, mich aufzuhalten, dann schlage ich dir die Zähne ein. Billy, wirst du jetzt aufhören? Wir können wenigstens mit Mama sprechen, bevor wir das allein entscheiden. Das Allerbeste wäre, er käme wieder. Ich möchte jedenfalls Folgendes klarstellen. Ich werde das Geschäft nicht für ihn übernehmen. Ich habe nicht die Absicht, das Geschäft weiterzuführen, damit er eines Tages erscheint und das Geld kassiert. Ab jetzt führe ich das Geschäft für Buddy Duval. Aber vorhin hast du gesagt, für die Familie. Halt du deinen Mund, Billy. Du lässt ja die Familie im Stich, also hast du auch nichts zu aber sagen. Aber lass doch die Familie nicht im Billy, Stich. Bitte, ich möchte nicht, dass ihr euch streitet. Wir streiten uns ja überhaupt nicht. Also, es ist doch so. Wir sind in eine Situation geraten, die wir zu klären haben. Wie gefahr ich jetzt? Knapp 100. Nimm doch endlich den Fuß von Knapp 100, ne? Ein Schiff schnell. Angsthase. Komm nicht, nein, nein, lass das. Komm, Kleines, lass das. Mach sowas nicht. Komm, lass das. Liebling, lass sein. Komm, Baby, mach das nicht. Du bist ja ein Feigling. Nein, mach keinen Quatsch. Hast du Angst? Nein, aber... Du fährst ja wie ein Mummelkreis. Ach, komm, sei vernünftig. Bitte hör auf. Komm, lass das sein. Mach doch keinen Unsinn. Hör endlich auf. Du fährst diese Milchkutsche ja wie ein Leichenwagen. Hier ist Bad Duval. Ich bin der Sohn. Er ist nicht da.
Was? Er ist... Wann? Verzeihung, wo war das, sagten Sie? Was? Nein, ich... Ja, ich... Ja, ich weiß Bescheid. Ich bin... Gut. Ich bin in einer halben Stunde da. Nein, 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 wir kennen Sie nicht. Ich sagte Ihnen doch, wir kennen Sie nicht. Nein, wir wissen nicht, wer Sie war. Das macht das Beerdigungsinstitut, Mama. Das steht alles in dem Vertrag, den wir abgeschlossen haben. Also fahr doch lieber im Abteil mit uns. Nein, Buddy. Ich möchte allein sein. Ich kann jetzt keinen Menschen sehen. Kommt, Kinder. Steigt ein. Soll ich nicht doch lieber bei dir bleiben, Mama? Das ist sehr lieb von dir, aber ich bin lieber allein. Übrigens, am Bahnhof wartet ein Wagen auf uns, Mama. Alles einsteigen! Ich wollte nicht vor der Beerdigung mit Mama darüber reden. Ich meine über die Finanzen. Ich glaube, Papa hat einen Kredit aufgenommen bei der Versicherung. Da stehen jetzt noch 9.000 Dollar. Es liegen außerdem noch einige hundert in der Kasse im Büro und ungefähr 4.000 sind noch auf der Bank. Meine Herren, du hast es aber eilig. Wenn du glaubst, du müsstest deinen Senf dazugeben, lass dich nicht aufhalten. Das stört mich nicht. Dich stört wohl überhaupt nichts, ne? Ich bitte dich in aller Ruhe, Billy. Lass deine Bemerkung. Der ist kaum tot und schon fängst du vom Geld an. Eigenartig. Vaters Tod scheint dich überhaupt nicht zu berühren. Ich begreife es nicht. Was erwartest du denn, Billy? Erwartest du von mir etwa eine Ansprache? Hast du auch nur einmal gesagt, dass es dir nahe geht? Was willst du eigentlich, Billy? Du hast ihn, glaube ich, gehasst. Billy, was redest du für einen Blödsinn? Ich habe Papa besser gekannt als ihr. Du hast ihn immer gehasst. Was sagst du? Behaupte, dass ich ihn gehasst habe. Virginia, als ich zu der Unfallstelle kam, wie ich ihn gesehen habe, er sah aus. Ich konnte es nicht fassen, dass er... Ich hätte... Da dachte ich ganz plötzlich, dass ich nie zu ihm gesagt habe, ich hab dich lieb. Und dann fiel mir alles ein, dass ich noch hätte sagen sollen. Ich habe es nie getan. Ich bin ihm nie richtig nahe gekommen. Als es zu spät war, habe ich das erkannt. Sie hätten meinen Mann gekannt. Das wünschte ich auch, Madam. Aber Sie waren vor meiner Zeit hier. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Danke. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, es wären mehr Freunde hier. Viel mehr Menschen. Es sind viele Jahre vergangen, Alma. Viele Menschen ziehen weg, ändern sich, vergessen. Ich habe aber nichts vergessen, Esime. Ich muss immer noch an die Zeiten denken. Und an das Haus. Und wie glücklich wir damals waren. Der Pfarrer wartet. Ich kann mit ihm fahren, Alma. Oh, dann lauf ruhig zu, Essi. Willst du wirklich nicht zum Essen bleiben? Der Wagen wartet, Mama. Nein, wir müssen rechtzeitig zum Bahnhof. Ich würde sehr gerne bei dir bleiben. Jack wollte schon immer mal wieder nach New Paris. Dass es so kommen musste, sicher. Aber er hatte immer zu viel um die Ohren mit seinem Büro und
der Familie und alles. Aber er sagt es so oft. Alma, Liebes, wir müssen unbedingt hin. Und unsere lieben Freunde von früher suchen. Auf Wiedersehen, Alma. Wenn du mal in die Stadt kommst, besuchst du uns aber, ja? Ja. Mama, es ist Zeit, komm. Ein Augenblick. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Mama, was hat das für einen Sinn? Ich will es nur mal wiedersehen, Junge. Ich sag Ihnen schon, wenn wir da sind. Fahren Sie einfach geradeaus weiter. Wollen Sie aussteigen, Madame? Seht ihr, er hatte doch recht, euer Papa. Keiner kann umkehren. Ach, Mama, das... Nein, nein, ich dachte, ich könnte es. Ich dachte, das wäre der Weg, um wieder... Aber ich wusste es schon, als ich es im Meer sah. Sie kam mir wie eine Fremde vor. Und dann diese wackeligen Bauferienhütten. Und dann zu denken, in all den Jahren hat mir das als Paradies vorgeschwebt. Aber das ist nun alles vorbei. Aber noch habe ich euch alle. Noch habe ich meine Kinder. Ich habe in Zukunft noch viel zu tun. Ich muss dafür sorgen, dass du weiterkommst, Buddy. Und du wirst es schaffen. Ich werde mir Mühe geben. Natürlich schaffst du es. Das hat Papa schon immer prophezeit. Und Billy wird mir fleißig schreiben. Alles mögliche über Fliegerei und fremde Länder und über die Menschen. Und eines Tages kommen dann die ersten Enkelkinder. Oh, Mama. Natürlich, was denkst du denn? Ich kenne das. Herr steht bestimmt am Bahnhof und wird dich abholen, mein Schätzchen. Wisst ihr, was jetzt das Beste für Mama wäre? Eine nette Urlaubsreise. Da hast du Gelegenheit, über alles nachzudenken und mit dir ins Reine zu kommen, Mama. Ich mit mir. Aber Mama, du hast dringend Erholung nötig. Du hast noch nie ausgespannt und es muss ja mal sein. Du könntest nach Florida fahren, Mama. Ja, das soll doch das Land der ewigen Jugend sein. Och, ich bin viel zu alt dazu. Und wer soll sich denn inzwischen um euch Kinder kümmern? Ihr seid, glaube ich, schon alle erwachsen. Nur ich bin's noch nicht. Aber ich... Es wird schon. Ich werd's noch. Ich will's versuchen. Komm, Mama, wir wollen nach Haus. Nach Haus? Oh, ja. Ja, selbstverständlich. Wir müssen machen, dass wir nach Haus kommen. Spürt ihr den kühlen Wind? Und seht ihr da hinten diese Wolken? Scheint, als ob die Hitzewelle vorbei ist.